Verloren im Weltall. Lost in Space. Gravity ist nichts dagegen. Genau. So, bevor du jetzt weiter in der Umlaufbahn rumspielst, willst du mal unseren kleinen Gast aussteigen lassen? Ja, ich wollte uns bloß vorher noch irgendwie auf den Vektor bringen, dass unser SAS uns da auch hält. Weil wenn ich den jetzt aussteigen lasse und er sich wieder nicht festhält, dann zischt einfach die Kapsel an ihm vorbei. Ja, das ist okay. So, dann EVA, mein Lieber. Genau, jetzt solltest du ihn da auch... Ja. Ja, das müsstest du auch direkt zurückschicken können, ne? Nee, wie denn? Ich habe doch wieder keine Antenne. Kann Kerbin das nicht alleine zurückschicken? Nö. Wir brauchen ja irgendein Com-Device. Ja. Also erstmal EVA wieder. Ja. Ja. 8.1? Ich dachte, er alleine kann das. Nee. Also, ist bei dir auch gerade der Ton ausgegangen oder war es nur bei mir? Nö. Merkwürdig. Ist kaputt gegangen. Solange ihr uns noch hört, ist alles okay. Ja, egal. Die Frage egal. Ist, wie kriege ich ihn jetzt wieder rein? F, Board. Ah. Gut. Gar nicht so schwer, ne? Gar nicht so schwer. So. Ja. Danke, SAS. Du hast mich nur stabilisiert. Genau, und jetzt wollen wir im Prinzip wieder runter. Genau. Deswegen zünden wir unsere verbleibenden Triebwerke in den Vektor, der aus unserer Umlaufbahn wegzeigt. Kannst du eigentlich nachher mal so ein GU im Eintritt? Wollte ich. Okay, einen haben wir noch übrig, ne? Genau. Ja. So, dann ein bisschen höher und gib ihm. Den brennen wir jetzt komplett weg. Natürlich ändert sich der Vektor jetzt, weil wir komplett abbremsen. Wie ihr auch gleich an unserer Geschwindigkeit seht. Und da ihr auch sehr intelligente Wissenschaftler seid, wisst ihr, abgebremste Umlaufbahn bedeutet, dass wir den Orbit damit verkleinert haben und irgendwann wieder aufkommen. Genau. Und weil wir natürlich beim Wiedereintritt möglichst ohne unsere Booster schießen wir den jetzt genau. noch weg. Und haben unsere, müssten rein theoretisch die Umlaufbahn noch weiter verkleinert haben. Genau, weil wir die halt in die andere Richtung abgeschossen haben. Der könnte aber vielleicht, ah nee, der tritt auch noch ein. Okay. Ja, vermutlich, ja. Damit können wir wieder an unser Space-Dings, an unsere Kapsel näher ranzoomen. Hier haben wir noch ein Goo-Wessel, was wir noch nicht benutzt haben. Die kann ich auch gleich machen. Wir fliegen nach da, deswegen ein bisschen. Ja. Ja, so. Noch sind wir relativ weit entfernt mit 45.000 Kilometern. Genau. Metern. Wir können da natürlich ein bisschen warpen. Es war ja so eingestellt, dass sobald wir wieder eintreten, dass der dann auf einfache Geschwindigkeit runtergeht. Tut er nicht. Oh. Das ist nicht so schlimm, wenn man nicht ganz gerade ist. Da wir die Windverhältnisse so haben, zwingt sich die Kapsel selbst in den besten Vektor rein. Jetzt kommt Wind. Und zwar jetzt. Genau. Jetzt sind wir unter 500 Meter pro Sekunde. Genau. Wird dann trotzdem noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht, wie viel die falsch mal aushalten. Ja klar, ein bisschen fallen können wir ruhig noch. Genau. Die öffnen sich ja eh erst ab 500 Metern. Ja, so unter 200 ist eigentlich gut. Dann sind wir noch 5 Kilometer in der Höhe. Passt eigentlich. Genau. Genau, jetzt habt ihr hier gesehen, hat sich geöffnet. Sehr schön. Er hat sich noch nicht geöffnet, zieht uns aber trotzdem schon ordentlich Geschwindigkeit ab. Ja, die verlieren wir sowieso schon die ganze Zeit. Ja. Ja, ohne Reibung hätten wir jetzt noch beschleunigt, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt beim früher immer noch beschleunigt, oder? Was meinst du? Beim Wiedereintritt? Ja. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich auch nicht. So, und 700, 600, 500 Platz. Jetzt ist er offen. Genau. Und wieder ein erfolgreicher Flug.
Nicht ganz so interstellar, wie du wolltest, aber... Was war das? Ah, okay, der Booster ist gerade angekommen. Ah. Hast du die Explosion ja, noch gehört? Gehört habe ich sie. Na gut. Ja. Ihr seht natürlich, das ist die Kapsel von unserem lieben Jebediah. Hm. Und das ist kein Wunder, dass die EVA-Reports nicht so viel Science bringen, da er nicht so viel Fenster hat. Bei anderen Wesseln ist wahrscheinlich, ist das dann wahrscheinlich eine größere Ausbeute, wenn er halt noch den Planeten und den Moon etc. sieht. Ja. Ja, Ja, wir sollten überlegen, wirklich mal ein Communication Terminal zu installieren. Warum? Also bisher kommen wir immer runter. Naja, dann könnten wir auch einmal oben bleiben. Wofür? Richtung Mond. Aber wenn wir oben bleiben, wie willst du dann zum Mond, wenn wir kein Treibstoff haben? Naja, oder wenn wir halt irgendwie eine andere Umlaufbahn, also wenn wir wirklich eine Umlaufbahn kriegen Ach so. Und Reporte senden wollen, dann müssen wir ja irgendwie das senden können. Ja. Bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr. Oh, das bringt sogar nochmal 3. Das bringt noch was. Na gut. Na dann, bevor du da unten ertrinkst, dich nehmen wir wieder mit. Ja, wollen wir auf dem Moon eine... Ja, auf dem Moon wollten wir schon eine Sample nehmen, ne? Sonst hätte ich gesagt, dass wir die Goo-Container, die uns momentan so einen Stress bereiten, einfach weglassen. Und wir dann einfach gerade hoch und probieren, den Mond zu treffen. Aber wir haben jetzt erstmal Science ohne Ende. Das war nochmal 30, ne? Sehr gut. Nee, 30 haben wir, glaube ich, insgesamt. Ich glaube, insgesamt haben wir 55. Oder nicht? Werden wir jetzt gleich auf. Sehen. 59 sogar. Gut. Ja, dann guck mal, was wir brauchen. Wo war... Okay, mal sehen. Das war das Energiepack. Das ist sicherlich gut. AAA-Batterien. nee, das sind 4. Quattro. Quattro-A-Batterien. Okay, das war... Das Labor. Das war das Labor. Das wäre natürlich in der Umlaufbahn echt nice. Ja. Und das wäre ein Data Transmitter. Den Na, dann nehmen wir doch das. Ja. For Science! Oh, und 3 neue Wege gleich. Dann gibt es einmal Landing Gears. Ja. Also einmal Stützen und Gear Bay. Ah, das ist dann Landerollen für Flugzeuge, also quasi für den Atmosphärengebrauch. Hm. Oh, 90 Science. Ja, das nimmt jetzt ein bisschen Space Exploration. Achso, dann gibt es auch noch für unsere Spaceonauten, oder Spielonauten besser gesagt, auch noch mobile Labore, mit denen sie mehr Tests machen können, auch auf Kerbin, besser gesagt. Ja. Was ist das? Eine Leiter. Und ein Thermometer, dass man halt auch noch mehr Science bekommt, weil die dann wissen, wo es kalt ist und wo nicht. Und dann als letztes haben wir Batterien. Solarpaneele. Das ist auch sehr wichtig. Das sind auch noch... Lampen, oder? Ja. Und das ist halt noch eine erweiterte. Das ist MK1, das ist MK2. Ah, okay. Und beim Gewicht unterscheiden die sich nicht, im Drag nicht. Sehen wahrscheinlich einfach nur ein bisschen anders aus und wie der Strahl geht. Ja. Also die vorderen verbrauchen halt doppelt so viel Strom wie die. Die sind natürlich doppelt so stark. Ah. Gut. Dann bau doch mal eine Rakete für eine Umlaufbahn. Also ich würde sagen, wir machen jetzt eine Rakete, die in der Umlaufbahn bleiben kann. Jo. Und die soll natürlich dann forschen können. Willst du eine bemannte oder eine unbemannte? Also erstmal gucken wir uns vielleicht dieses Ding an, was das ist. Das ist unbemannt. Das ist unbemannt, aber ich weiß nicht, ob das halt irgendein Crew-Typen braucht. Ja, also nicht für Kinder unter 4 Jahre. Ja. Aber über 8 waren auch nicht. Ja. Na gut. Dann gucken wir erstmal.
Na, ich würde schon noch mal einen Astronauten mit in die Luft schicken. Ich würde dann einfach mal ganz drastisch. Oder willst du auf den verzichten? Nö. Aber ganz Ach, du fies willst einfach mal. gucken, bevor wir jetzt wieder irgendwas Falsches annehmen, machen wir doch gleich mal auf Körben-Laborversuch. Ja. Hier, Jebediah, aussteigen, hast Arbeit zu tun. Nein, nein, okay. Hier, bla. Oh, kriegen wir noch neun. Ach so, natürlich, das Da war war. man nicht drauf gewesen. Ja, hier, dann EVA. Gibt auch nochmal 2,4, ist auch schön. Aber du sollst das da machen. Lauf hin. Ich glaube, du musst zum Eingang davon gehen. Aber das ist der Eingang. Oder es öffnet sich. Was war Da das? war was. Da. Ach nee, das ist bloß der Wegpunkt. Ja. Ich glaube, das öffnet sich nur in Zero Gravity. Ja, dann musst du es wohl doch hochschicken. Dann recover das alles mal. Da brauchst du eine Leiter. Dafür gibt es Leitern. Jetzt benutzt deinen Scheiß. Okay. Ja, hat sich doch gelohnt. Ja. Also für die Science, ja. Einfach mal fürs Hinstellen 11 Science bekommen. Ja. Ist okay. Na Gibt gut. Schlimmeres. Dann bau mal eine richtige Rakete draus. Ja. Also dann machen wir wieder unseren Parachute dran. Genau. Braucht die Strom? Das wäre erstmal eine Ich denke gute Frage. schon. No Nee. more infos. Sieht nicht so aus. Steht nichts da. Würde ich Wenn sie komisch Strom. finden, aber okay. Aber bei den anderen steht es ja da, also denke ich mal nicht, dass es. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch das Sendepad da dran. Ja, aber hatten wir nicht schon Besseres? Ja, da war es doch gerade gewesen daneben. Science und das unterns. Ach so, das da. Also es ist sehr klein, aber es braucht halt auch Strom. Unsere Kapsel hat schon selbst was. Nicht auf die Tür. Ja. Du kannst es auch da unten am auf die Rückseite von dem Pad anbringen. Wie meinst du es auf die Rückseite vom Pad? Na, von im Labor da drunter. Hier wolltest du es anbringen. Ja. Ja, ich wollte es halt wieder so anbringen, dass wir möglichst wenig Drag haben. Ja. Schön abgeschlossen mit dem Weißen. Das müsste sich dann trotzdem öffnen können noch. Ja, klar. Ah, so klar. Ja, klar, sag ich jetzt. Okay. Wenn Nick das sagt, dann muss das so. So, So. dann erstmal die Kappler wieder. Du bleibst auf. Willst du das Labor abtrennen? Naja, ich habe gedacht, das als Satellit da lassen, oder? Ach so. Also ich, ja, stimmt, wenn wir es vielleicht wieder brauchen. Ja, wir können ja erstmal weiterbauen und euch dann die Ergebnisse in der nächsten Folge zeigen, weil wir euch schon so viele lange Folgen gegeben haben. Genau, ja, dann gibt es noch eine ganz große Folge. Also, was wir jetzt machen, wir werden hier möglichst probieren, eine Rakete zu bauen, die schnell sehr hoch kommt, Genau. ohne Ich würde übrigens möglichst zu noch drehen. ein Triebwerk würde ich noch runtersetzen, ein kleines. Hier. Ja. Also, dass wir den wirklich zurückbringen können. Weil bisher haben wir immer die Riesenrakete. Und dann sind wir oben und einfach zum Zurückkommen brauchen wir nicht so viel. Einfach einen kleinen Booster und einen kleinen Tank noch drunter, Okay. direkt unter die Kuppel. Was nicht so schwer Da haben ist. wir ja jetzt sogar verschiedene Genau. Größen. Das Aber das tüfteln wir alles aus. zwischendurch und jetzt ist erstmal Schluss, ne? Genau.